Jo, hier gehen wir an. Also zurück am Stück bei Frame Drop Dynasty. Hä? Wartet mal kurz. Jetzt muss ich kurz was schauen. Dürftest du das auch bitte sehen? Sekunde. Gut. Nö, alles richtig. Hat nur nachladen müssen oder so. Ich weiß es nicht. Wenn man nebenher ist einmal. Also ich weiß gerade, was da los ist. Mach mir mal das so. Und das so. So. Besser? Besser. Für den zumindest. So, dann gucken wir mal, dass wir die Hühnchen hier. Die Eier alle einsammeln. Ach ja. Unser täglicher Wiederholungsbedarf gib uns heute. Und vergib uns unsere nicht vorhandenen Game-Inhalte. So wir dem Programmierer nicht vergeben, dass er das Spiel mit so wenig Inhalt versehen hat. Vor allem schon mal 40.000 zusammen haben. Endlich die Bude ausbauen können. Ach Becky, warum bin ich eigentlich um die Uhrzeit schon wieder unten? Achso, und Problem wurde gelöst mit der Adobe Premiere, an die wir es auf YouTube schauen. Sorry, wenn ich da jetzt ein paar Folgen gekallert habe, weil erstmal gucken, dass da welche überhaupt rauskommen. Mir persönlich gerade wichtig. Ich hoffe, der sogar zu laut redet. Weil, hab andere Kopfhörer gerade und ich weiß doch das. Aber es dürfte eigentlich passen. Ich schaue da auf dem Ausschlagpegel bei OBS und da ist eigentlich alles ganz gut. Danke, Sven. Mö. Hä? Becky, was geht? Hey, Becko. Becko? Bist du tot? Becky? Frames, Schatz? Hallo, Liebling. Ich hasse dich. Schön, dich zu sehen. Mir geht es gut. Warum abortest du eigentlich hier? Ach komm, da willst du mehr reden. Ist okay, dann kommen wir jetzt zum Material ausarbeiten. Weil ich hatte verstanden, dass er unseren täglichen Arbeitsablauf stört und hat es endlich warum mache ich die Tür zu? Bin ich doof? Ach, was weiß ich. Fischtomatensauce, Wellesness. So, Dosenmilch. Oh, Dings müssen wir eigentlich gerade noch gucken. Gewächshaus, aber dürfte eigentlich eh nichts gewachsen sein. 53 Eier, gut. Äpfel könnten allerdings wieder ready sein, das wäre schön. Und Pflanzen müssen wir noch gucken. Ah jo, passt. Das ist auch gut. Zinne ist nass. Die haben nichts. Da brauchen wir jetzt eigentlich nur noch schauen, ob wir Äpfel haben zwischen. Nein. Ich muss sagen, die Kopfhörer sind deutlich besser wie mein Headset USB. Gibt ihm sicherlich keine Wurst. Er wird noch fett. Halt, warte. Tür auf und Tür zu, mach, ne? Warum ist das Tor schon wieder offen? Was ist denn hier los? Quetscht man es hier durch? Ich würde gern mehr Bienenstöcke hinbauen. Ich finde irgendwie toll. Dann brauchen die halt krankhaft lang, bis sie sich amortisiert haben. Naja. Für die Wissenschaft und kurz was trinken. Schön, Sie zu sehen. Kann ich helfen? Lust zu haben. Klar. Also ein bisschen Hohlein, ein bisschen noch irgendwie einstellen. Stimmt mir nicht ganz so. Gut, haben wir das auch verkauft. Da macht sich wer Kaffee. Squiddy auch isoliert sein, aber. Ich höre die Kaffeemaschine. 52% Auslastung? What the fuck? Achso, Mission können wir gerade noch gucken, was wir heute haben. Ich kann keine Kürbisse beliefern. Ich fliege auch kein Feld. Ich repariere aber das Gebäude im Gegenzug. Unsere neue Mission ist ja immer noch ein Fahrzeug leer fahren, ne? Bakakak, 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 bakakak.
überlege gerade, ob das... Ich glaube, ich muss mir, als wenn das bei mir mit der Rennversammlung eigentlich durch ist, ich glaube, ich kaufe mir echt einen Fred River. Ohne Scheiß. Weil es geht gerade schon hart an die CPU, wie es aussieht. Mach mal kurz. Also rein für die Wissenschaft, ne? Genau. Ich kann jetzt keinen Taskmanager aufrufen oder was? Ah. Das sieht nicht nach. 87, 92%. Okay. Okay. Ich glaube, beides geht schon ein bisschen hart an. Ich habe langsam echt so ein Gefühl, dass ich Windows frisch installieren muss, mal. Da sind in letzter Zeit ein paar Fehler aus, lag am Update. Aber eventuell, ich weiß ja nicht. Achso, ich könnte eigentlich ein Tempomat reinmachen, ne? Achso, wir haben immer noch keine... Haben wir überhaupt eine Hupe im Spiel? Die Kuh ist wieder auf der Straße, also geht's wieder gut. Oh, ich habe nach unseren Enten und Gänsen gar nicht geschaut, fällt mir ein. Ja gut, ist ja auch nicht tragisch. Die, haben wir erst mal kurz abgefarmt. Wir dürften noch nichts haben. Hä? Hä, verkauft die da was? Ist das neu? Hi, Rose. Lasst uns reden. Hm? Lust zu... Absolut. Okay. Okay. Das ist mir jetzt neu. War das vorher auch schon? Spawnt halt ein Auto. Madison Square Garden. Ah. Michael. Michael Bublé. Sie haben Arbeit für uns, habe ich gehört. Hi. Oh. Oh, hallo. Ich bin ein Gebäude. Tausend. Ja, gönn dir. Welches? Oh, fuck. Okay. Naja, müssen ja noch Rost abschleifen, von daher. Aber für 1,9, warum nicht? Wir haben jetzt angefangen um 7.18 Uhr, also. Sagen wir 7.15 Uhr, ne? Wäre halber. Dann können wir uns gleich mal ausrechnen, was das für ein Stundenlohn für uns bedeutet. Und irgendwann haben wir eher die Gebäude repariert. Weiß ein geheimes Archivment, wer weiß. Aber die Sounds hören sich auch anders an, also besser. Und meine Töne, die man vorher gar nicht gehört hat. Das ist echt interessant. Kann ich das pflücken? Nö. Sagen wir, alles noch mit dem Metall verkleiden müssen, ist es in Ordnung. Weil dann wird's teuer. 1900 nicht. La la la. Sonst, was macht ihr heute noch so? Ich bin noch eine Weile beschäftigt mit dem Abfall hier. Ich denke mal, wenn ihr wirklich so alles abschleifen müsst. Wobei ich das nicht abschleife, würde ich wieder einen Arsch von Rost-Delete draufklatschen auf das Zeug. Ist zwar auch Arbeit, aber ist, ja, besser. Machen wir kurz ein Gerüst. Hallo. Ach so muss das gebaut werden, okay. Müssen ja die Schrägen hier noch machen. Willst du mich verarschen? Da müssen wir uns nicht anders ran. Okay. Hab ich was vergessen? Jetzt. Na, wo ist mein Schleifgerät? Das nervt.
Ja, sorry, ich bin am Arbeiten. Halt doch die Fresse. Das ist wahr. Ja, können wir mal am Arsch lecken. Bin ja. Ja, dass ich mir am Arsch lecken könnte. Ja, das ist richtig. Habt doch nicht mal gehört hier, du. Sauerei. Tut mir hier rumwerkeln, ne? Handwerkliche Arbeiten, die sich davon das nervt. Ich glaube, da brennt die Schüssel. Ja, sie sind mir auch nicht da. Ich dachte wirklich, dass sich das jetzt ändern würde. Nee, ist halt immer noch ein faules Pack. Ich frage mich, hier will das Geld herhaben. Du musst aus irgendwelchen illegalen Geschäften kommen. Kann mir keiner erzählen. Eines Tages wird alles anders sein. Ja, dann werde ich hier Präsident sein und werde eure ganzen Bauernhöfe kaufen und werde alle planieren. Amen. Und herkommen und Supermärkte draufbauen, große Industriehallen und alles. Ich schleiche trotzdem hier weiter, kannst du vergessen. Eines Tages wird alles anders sein. Oh, im Mittel 50.000 gleiche Voicelines. Du kannst dir darüber nicht sicher sein. Doch, kann ich. Ihr werdet alle hier nicht mehr wohnen und ich werde hier alles umändern. Ja, genau, guck. Es wird positiv sein. Also für mich zumindest. Für euch nicht, aber für mich. Ja, Gott, dann nehmt halt was dagegen. Das überrascht mich nicht. Ja, das war aber auch schön. Dann müsst ihr das Maul halten. Oh, meine Kopfschmerzen bringe ich hier. Ja, für uns. Wenn ich deine Kopfschmerzen umbringe, das war echt positiv für uns. Das siehst du vollkommen richtig. Doch, doch, da kann man schon sicher sein drüber. Müssen ja irgendwie. Das ist so zusammenhangslos stellenweise. Das kann ich nicht mehr hören. Oh Gott. Ich hätte noch eine halbe Stunde länger im Bett bleiben können. Kommt drauf an, wie du das. Wieder 1,90 Stunden viel verlangt inzwischen, muss ich sagen, ne? Immer zu spät, nie pünktlich. Immer die gleiche Geschichte. Sie reden über was anderes. Pünktlichkeit. Es hat eher Kopfschmerzen, oh mein Gott. Ich dachte wirklich, dass sich das jetzt ändern würde. Ja, ich auch. Ihr könntet beide sterben an eure Kopfschmerzen. Das wäre traumhaft. Dann bräuchte man diese belanglose Unterhaltung nicht mehr mit euch anhören. Oder von euch hören. So rum. Das ist wahr. Hörte es im Fernsehen. Echt? Guck, da wird schon drüber berichtet bei euch. Das wäre echt peinlich. Oh, Das ist wahr. Hörte es im Fernsehen. Mhm. Können wir irgendwie abschalten? Ja, dann stirb bitte dran, danke. Würdest du uns einen sehr großen Gefallen damit tun? Oh, jetzt hat sie dich gedisst. Die hat dich voll weggedisst. Zip, machen wir die ganzen Größteile hier weg. Kommt drauf an, wie du das siehst. Anders als du. Oh, wir können ein paar Fliesen verlegen, sehr schön. Oh, das ist auch so eine Flat-Offer-Gemeinschaft hier, du echt, der Hammer. Eines Tages wird alles anders. Das erzählen sie uns, aber sie tun es nicht. Sie werden uns alle noch vergiften, mit Grundwasser. Ich hoffe, es wird sich eines Tages ändern, nach all dem. Das überrascht mich nicht. Wie viel haben wir überhaupt? Ja, geht. 7.15 Uhr hab ich gesagt, haben angefangen, ne? Ja, für bis jetzt, was wir noch schon geschafft haben, fast fertig. Hallo? Hallo? Spiel, danke. Ich hätte noch eine halbe Stunde länger im Bett bleiben können. Ja, geh bitte schlafen, tut auch gut. Das ist wahr. Hört es im Fernsehen. Echt, das kam im Fernsehen, dass wir noch eine halbe Stunde länger im Bett bleiben können? Krass. Könnte sich zum Positiven verändern. Dann kann ich einfach die Flex nehmen, die umfahren, ab. Umfahren, ja, Sprachfehler. Wobei, wie herkomme ich mir Flex durchtrennen? Ich denke nicht. Wo war das? War eigentlich so eine geile Kill-Szene. Ah, aber es war bei Walking Dead, genau. Können wir mit denen machen? Du kannst dir darüber nicht sicher sein. Das ist eigentlich nur noch die Böden, ne? Ich dachte wirklich, dass sich das jetzt ändern würde. Das ist wahr. Hörte es im Fernsehen.
Oh, ja, ja. Eine halbe Stunde länger im Bett bleiben können. Ich hoffe, es wird sich eines Alter, Bärdampfkreuz, okay. Müssen wir das aus dem Arm machen? Versprechen. Dann reicht es, wenn wir den Boden hier noch machen. Liefern Sie? Ich denke nicht. Der redet über DHL, UPS. Weil UPS eigentlich bis jetzt immer Glover ist, ne? Oder, Hermes oder DPD. Und ich bin dazu heute wirklich nicht in der Stimmung. Ach, arme Schmuckel, ey. Das dachte ich auch gerade. Was ein Ausmockele ist? Ja, dann ist er recht. Eines Tages wird alles anders sein. Müssen wir auch noch machen, ne? Okay. Das ist sehr beunruhigend. Wohl aber viel von uns, so. Tatsächlich, fertig. War schon ein bisschen was. Aber war so ungefähr eineinhalb Stunden. Nicht. Ganz gut. Danke. Hier ist etwas für dich. Ja, kein Ding. Immer zu spät, nie pünktlich, immer die gleiche Geschichte. Hat auf die Fresse? Warte mal, haben die eigentlich. Sind es auch nicht Dealer hier? Also Händler? Tamara? Noch nicht. Entschuldigung. Ja, das ist Unkraut hier. Das machst du so das Kreuz. Ich kauf dein Werkzeug. Hi. Perfekt. Kauf alles. Das ist wahr. Hörte es im Fernsehen. Madison? Bla bla bla. Es ist Sehe tot. Ich so aus, als ob es mich interessiert? Halt doch die Fresse. Hört mal auf zu reden. Quatsch immer mit gleiche Scheiße. Hi. Schön. Haben Sie schon. Willst du noch was handeln? Ich glaub's aber nicht. Hallo. Das. Passt. Na, guck mal, ob da vielleicht noch ein, zwei zum Handeln finden, wenn wir welche, wenn wir noch ein bisschen Material haben, dann was verarbeiten. Wird das eigentlich auch wirklich als Händlertante angezeigt? Ah ja. Also wenn irgendwas aufploppt, ladtechnisch, dann wird es auch angezeigt. Okay. Ah, die verkauft sich für uns nichts Relevantes jetzt. Was denn sieht es? Hallo. Guten Tag. Gut. Nö. Der hat, glaube ich, im Abonnement verkauft. Hi. Bro. Wer ist nochmal? Hallo. Guten Morgen. Tony? Nee. Da. Was hieß? Natascha? Natascha. Wir reden später. Nee, wir reden jetzt. Hallo. Lasst uns reden. Guten. Da. Nee. Ricardo will nur Arbeit von uns. Ich muss Feld machen. Hi. Guten Mikey? Danke. Nee. Okay, nur alle vom Haufen. Faules Paket mal arbeiten. Was? Hä? Wieso kehrst du in den Rasen? Ich bin beschäftigt. Bist dumm? Guten Tag. Hallo. Nee, geh weg. Hä? Hilfe? Was? Nein. Was geht jetzt ab? OBS? Hallo? Geht's noch? Das Ding angetriggert. Sorry grad. Jetzt. Oha. Ich glaube, unser Fall hat auf der Farce geschafft. Ich glaube nicht. Das hört sich mal, als würde da irgendwie herkommen und die auffleischen. Ja, wir noch unseren Namen Feld nachgucken. Wahrscheinlich relativ gut zu wachsen, finde ich. Das war aber nicht das. Das war jetzt tiefer noch. Müssen wir jetzt wieder runterfahren.
Da ist nichts, da ist auch nichts. Feier. Ja, sieht doch ganz gut aus, aus der Ferne. Ich glaube, so auch schauen, ne? Beernten können wir das noch nicht. Achso. Ja. Müssen wir da kurz das Tor aufmachen. Backack. Backack. Arme Hühner. Ich will nur kurz raus, was gucken. Bisschen nass. Ich hätte echt Freude dran, wenn unsere Frau sich drum kümmern würde. Honig sammeln wir manchmal, ne? Weil, wir es ja wie gesagt so machen, dass wenn man uns anzeigt, dass wir es abfarmen können, dass wir dann alle erbanden können. No, Becky, why gehst du jetzt kochen, ey? Verpiss dich, alle! Ich bin beschäftigt. Ja, ich auch eigentlich. Ich will ja arbeiten. Ach, meine Fresse. Lass die Tür offen, die geht später eh raus. Nee, James, ich hab keinen Nerv grad. Na, guck mal nach den Hühnern. Der Rasen wächst aber echt nach, ne? Was für eine Scheiße. Und man sieht es jetzt eigentlich nicht nachher, ne? Das muss auch noch gut kümmern. Noch so ein, Roboterrasen wäre toll. Und im Mod. Die Europalette, bringt aber auch nichts. Bisschen da, Hunde, was geht? Muss mich auch mähen. Gott, das ist eh wieder, dass wir einen Drescher benutzt haben, ne? Schon krass. Immer noch im Kochen. Ja, wahrscheinlich braucht sie gerade Mittagessen, denke ich. Die zweite Küche im Haus wäre toll. Sie hat eine Küche, ich hab eine Küche. Jeder war glücklich. Lass mal laufen, die. Überall wieder mähen, wo wir eigentlich schon waren. Natürlich da, wenn wir die Kühe raus haben, würden wir uns einfach wegfressen. Nam, 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 nam. Nee, der leider nicht. Ah, da läuft auch schon der Honig. Ja, da kommen aber einige für den Outsam gedrückt im Material. Ja, der Weizen. Brauchen kein Essen, brauchen nichts, sind permanent glücklich. Aha! Nee, nee, wartet mal, das müssen wir kurz ausnutzen. Dass die Alte nicht da ist. Sie kommt, mach schneller! Kochfeld, los, do it! Witzige Kürbiscremesuppe. Sollen wir vielleicht mal aufbewahren, falls wir eine Mission kriegen dafür? Ist denn nur Fragen? Wie kommen wir da hoch? Holen wir mal mit dem Auto. Ich gehe jetzt, wenn es zumindest behauptet.
Hä? Nee, das wird so nix. Wir müssen mal Metra-Schalter kurz reinfahren. Nehmen wir den Kleider vorne mit. Wir brauchen zum Hochklettern. Okay. Geht das jetzt mal ran, oder? Okay. War er nicht absenken? Doch. Aber schenken Mähdrescher? So. Süß. Können wir das eigentlich auch mitnehmen? Das ist halt komisch, das können wir nicht mitnehmen, ne? Weil es eigentlich Material ist, was wir zur Kühe bräuchten. Ganz, ganz merkwürdig. Geil, endlich mal Frischluft, aber das war's auch schon wieder. Ne? Mit den Heizkotschen sparen. Ich sag's ja nur. Du wirst hungrig, sagten sie. Muss reichen. Muss ich eigentlich die Logik hier gerade echt irgendwann nicht mehr verstehen? Warum wird hier andauernd OBS angetriggert? Und ploppen irgendwelche Fenster auf? Das ist sonst auch nie der Fall. Ich versteh's nicht. Danke schön, dass Sie da mit mir da mitgefühlt haben. Danke schön. Naja, ja, das Material noch verkauft. Als Sie auf YouTube haben, was wird hier auf Twitch gerade? Weil ich auf YouTube schon die zusammengeschnittenen Sachen. Schön sieht's. Nein, die ist schön, uns zu sehen. Verpiff dich. Verkaufen, verkaufen. Ah, verkaufen. Da gibt ja eh nicht genügend Geld für. Du hast mir frische Zepter gegeben, dann schauen wir uns ja mal danach, was sie uns bringen. Was wir damit anstellen können und wie sie es einfach alles verhält. Böckier. Ein kleines Böckier. Fällt eh schon raus. Das bringt nichts. Die Sache, die wir dafür bräuchten, was wir dafür kriegen, ist voll wie ein Arsch. Und so mit dem Dosen ist auch viel besser dran. Die traurige Erfahrung mussten wir leider schon machen. Boah, Musik. Okay, eskalier mal. Da geht's aber so ab, du. Spannung, ey. Ich guck mal kurz auf die Map, aber 53.000, 17.000 haben wir noch. Wir bräuchten halt noch ungefähr 23.000 für ein Feld. Für die Maschine. Der Drogenwettbewerb. Flüge ins Feld. Eigentlich ist schon um 11 Uhr. Der Tag hier am Arsch. Wir können nichts mehr machen. Ja, die haben Aufgaben, aber. Flügt doch von denen ins Feld nicht. Bin ich blöd. Das ist finanziell absolut verhältnismäßiger ist er nicht da. Wenn die uns 10.000 vergeben würden, würde ich es. Müssen wir mal gucken, ehrlich gesagt. Wie viel wir da inzwischen dafür kriegen? Wenn wir da jetzt mal eine ordentliche Summe kriegen, dann ja, gerne. Hui, hier wird dran, die bist du. Es gibt neue Eier im Hühnerstall. Really? Hätte ich niemals gedacht.